Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Ausgabe von Studio Sender. Diesmal geht es um den Jörg aus Drochtersen und seinen Bruder Helmut. Fälschlicherweise habe ich ihn Hartmut genannt, aber er heißt wirklich Helmut. Schreibt mal Helmut aus Drochtersen, Bruder von Jörg. Die sind weiter mit ihrem Dach und hier oben so ein Dach, ne, das haben die neu gemacht, hier in den Alkoven, das Holz haben sie drin, das Ganze gucken wir uns an. Dann machen wir hier noch einen Aufruf, den machen wir jetzt sofort. Wir haben nämlich mit Jörg aus Drochtersen und Damian in Gerksmarienhütte, haben wir schon gedreht mit dem Kimo Wiemann für Kabel 1 einen Film, der wird veröffentlicht am 7. Mai. Da könnt ihr uns dann, oder mich besser gesagt, am Monitor sehen. Und dafür suchen wir auch noch Probanden mit dem Fahrzeug, wo ich dann hinfahre und mit dem Kamerateam, wo wir uns das Ganze angucken und dann auf die Herangehensweise mal durchsprechen und wie wir das Ganze so machen. Wenn ihr euch darauf bewerben wollt, dann gerne an studio@osterhenne.de, direkt zu mir die Mail mit Bildern, dann spreche ich das mit dem Kimo Wiemann durch und und dann gucken wir mal, ob das passt. Am besten irgendwie hier oben aus dem norddeutschen Raum, sag ich mal so. Ja, irgendwie hier, ne, Richtung Norden, dass wir nicht ganz so weit fahren müssen. Aber das wäre ganz nett. Und jetzt genug gesammelt, wir gehen ins Detail und ich hoffe, ihr seid dabei. Ne? Hier, Dach vom Wohnmobil, Alkoven, ne? Und wie der Jörg und Helmut das gelöst haben. Ne? Also, bin schon gespannt. Ich bin schon gespannt, ob wir Bewerbungen von euch kriegen. Los geht's! Hier sehen wir zuerst eben, wo wir im letzten Film stehen geblieben sind. Das Dach war so weit runter. Ja, und der Alkoven, die beiden Ecken aus den Alkoven fehlten. Ja, dann hat der Jörg uns wieder Filme geschickt mit seinem Handy und... So, Axel, jetzt geht's weiter. Wir haben hier die Dachkonstruktion wieder zugemacht. Er wollte Siebdruckplatten haben wegen Stabilität. Die sind 5 mm stark. Gibt ja auch noch ordentlich Festigkeit. Wir haben jetzt die noch nicht verklebt. Der Kleber ist alle, muss er morgen neu mitbringen. Dann wird alles verklebt, verschraubt. Und dann geht's mit die Seitenwände weiter. Da liegt hier alles auf. Die haben wir auch fertig. Dann haben wir die Ecken, haben wir alle schon wieder fertig da eingebaut. Hier kommen noch Querstreben rein für die Rückwand. Weil die ist noch, gut, die ist noch lose. Die müssen wir verkleben. Dann kommt hier überall Styropor rein. Dann gehe ich morgen gehe ich am Alkofen bei. Und mach die Holzkonstruktion hier fertig, die Ecken, den Rahmen bauen, damit die Platte wieder rein kann. Da müssen wir noch mehr entkehren, das ist ein bisschen morsch. Ja, und oben am Dach, ich versuche mal eben am Dach rauf zu gehen. Moment, ich kehre da mal hoch. Ich glaube, da müssen wir nämlich auch noch. Warte mal, ich muss mal eben hoch. So, bin ich hier oben am Dach angekommen. Das war die Markierhaltung, egal. So, hier werden dann nachher noch Querstreben rein. Gebaut, verklebt, dann kommt Styrodur noch rein, deswegen ist da noch nicht verklebt, deswegen hängt da die Platte noch durch. Das Brett, was da ist, kommt da vorne noch rein. Und dann ist das Dach schon wieder soweit fertig. Dann wird die Dachhaut sauber gemacht, dann kommt die wieder rauf, dann werden die Ausschnitte fürs Fenster noch gemacht, für die Abzugshauben und so. Dann ist das Dach alles fertig, also nur noch von innen. Ja, soweit sind wir schon. Dann hast du noch was für dein Video. Und ja, ich mache morgen, wenn der Alkofen fertig ist, auch noch ein paar Sachen fertig. Ne? Bis denn. Schwupps, da sind wir bei ihm reingesprungen. Und hier möchte ich euch mal eben zeigen, wie das mit den Filmen dann abläuft. Das war nicht, wenn wir mit dem Fernsehteam filmen. Der kommt da. Wunderbar. Hier wird die Technik zusammengepackt. Und jetzt werde ich gleich verkabelt. Ne? Und ich bin schon ganz verkabelt hier mit Mikro und Kamerahalter. Oh, mal gucken, wie es wird. Jetzt wollen die alle hier ins Auto. Da bin ich mal gespannt. Das ist dein Auto. Ich kann auch noch vorgehen. Ich steige schon mal ein. Wir sehen uns. Wir sind mit allem an dem Auto. Kimo ist auch da. Ja. Kimo? Ist gemütlich. Ja. Und hier draußen, da ist der Kameramann, der befestigt gerade wieder seine Kamera. Und hier auf dem Sitz. Ja, hier sehen wir das Wohnmobil von dem Jörg aus Drochtersen, was er fertig machen will für seinen Bruder. Hier auch hier mitten
am Drehset. Doch, ja, vorher nicht. Das erste Mal, wo wir heute, dass wir darauf waren, haben dann gesehen, wie der oben zugeklebt ist. Ne? Dann müssen wir ja die. Nee, weil ich gleich wusste, wie ich vorgehen musste. Das erstmal alles raus, dann oben die ganzen Holzleisten, dann immer das. Ständer weg aufbauen. Ja, hier könnt ihr jetzt mal sehen, wie dann diese Interviews ablaufen. Dort stellt der Kimo viele Fragen und das wird dabei gefilmt und wir gucken uns das Objekt der Begierde, des Wohnmobil oder Wohnwagen oder einen Aufbau mal an und geben dann unsere Meinung dazu ab und ein paar Tipps, wie man das dann vielleicht alles reparieren kann oder eben auch, wenn es sich gar nicht lohnt zu reparieren, wo ihr die nächste Ausfahrt findet, ne? Letzte Ausfahrt neu, ne? Sind wir auch schon mitten in den Vorbereitungen von den Dreharbeiten. Heute wieder mit Kimo. Diesmal drehen wir in Gerksbarin-Hütte. Und ja, der Start läuft. Schlechtes Wetter. Ja, Kimo, was sagst du zum Wetter? Tja, kein Drohnenwetter. Ne? Wir wollten eigentlich ein paar schöne Drohnenaufnahmen machen hier zum Einstieg. Aber wenn es so regnet, müssen wir das wohl ein bisschen verschieben. Ja, wir fangen gleich mit Autoszenen an. Ja, und alles Weitere seht ihr später irgendwann mal in dem Haus. Ich hoffe, wir konnten euch so einen kleinen Einblick geben, wie das Ganze dann am Set abläuft, wenn wir euch dann filmen mit den Interviews, wie wir da durchgehen durch die Fahrzeuge und uns alles mal genau angucken. Ja, ich hoffe auf viele Bewerber und mit Bildmaterial und dann werden wir was auswählen und weiter geht's mit Helmut. Schön verschrauben. Schön verschrauben. Fährt der Eiswagen hier irgendwo oder ist ein Akku voll? Fährt der Eiswagen hier irgendwo oder ist ein Akku voll? Kann der Akku voll sein? Ja, der Eiswagen. Auch die Melodie. Nimm mal den Schrauber, der hat mehr Power. Das ist dein Ding, der schläft ja ein. Muss nur den Akku, den Ding, Bit tauschen. Den brauche ich gleich oben. Gib den wieder her. Hier ist auch mal wieder, oder nicht? Ja, aber der dreht. Der Akku ist größer. Ja, 18 Volt. Ja, und der dreht auch viel schneller. Der hat der passt da bei mir auch. Ja, weiß ich, aber das Ding, dein Akku, der schläft da wohl ein da. Ich habe auch so einen Schlagbohrer, habe ich auch noch. Ja, dann gib mal Gas, da. Die Kleber oben am Dach zieht an. Ja, aber das auch nicht wegläuft da oben. Ja, schön reinschrauben, alles verschrauben. Wer führen will, muss frei von Arbeit sein. Genau nach dem Motto, Jörg. Ja, das sieht ja sehr gut aus, aber die Stabilität kommt ja nachher auch wirklich richtig durch den Kleber von oben. Und die Schrauben halten in erster Linie erstmal die Position und ziehen die Latten dementsprechend nach unten. Das ist Sinn. Im Laufe des Tages gibt es auch immer mal wieder Sonne. Oder ohne Brille sehe ich auch nichts. Nee, das muss ich jetzt oben verkleben. Ich bin jetzt durch. Ja, dann verklebe ich das Brett da oben jetzt und dann den Schrauber. Meinen Schrauber brauche ich aber, der hat mehr Power. Den muss ich mit nach oben nehmen. Den kannst du mit nach oben nehmen? Den Bit brauche ich aber nicht. Doch. Nee, den habe ich in der Tasche. Das ist so anders. Ich gehe jetzt nach oben. Jetzt brauchst du die Schrauben, aber für oben. Die habe ich doch in meinem Holzchen drin. Achso, das sind die 14. Ja, ja, alles schon vorbereitet. Ja, ich verklebe das gleich und ja, ich muss aber erstmal hochklettern. Und dann muss ich den Kleber auf das Brett verteilen. Ja, und dann drehst du das gleich hoch. Ja, aber ich muss erstmal hier hoch. Ich muss das echt breiter bauen oder ich muss abnehmen, damit ich leider hochkomme. Ja, ich hätte den echt Meter breiter bauen müssen, den Unterstand. So, Axel, ich bin gleich oben. Oh, der Kleber kommt schon überall schön raus. Das ist gut. Hier sehen wir auch sehr schön, wie dieser Kleber jetzt aufgeschäumt ist. Denn dieses Helle, so ist er nicht von Natur. Von Natur her ist er fast durchsichtig, so ein bisschen Bernstein. Aber das sehen wir gleich noch. Nee, guck mal, wie schön das schon rausquält. Da kommt er auch schon raus. So, ich muss mal eben das Handy aus der Hand packen und dann gucken, wie es am besten. Kannst du mal im Badezimmer gehen? Ey! Was? Ich muss mal ins Badezimmer gehen und die Platte hochdrücken, weil hier habe ich sonst
Diese Ecke, die Ecke hier muss hoch. Oh. Das ist wieder zu viel. Drück mal die andere Ecke nochmal hoch. Ich will nicht, dass das Handy in Kleber kommt. Muss ich mal eben umbauen. Boah. Ich hoffe, du siehst was. Hier sehen wir sehr schön die Konsistenz des Klebers und mit Holz auf Siebdruck oder Holzstyropor, Holzstyrodur, da klebt das wunderbar. Er ist etwas heller wie ein Caravan-Kleber, aber auf Holz-Aluminium-Blech, da würden wir dann doch wahrscheinlich eher auf Sikaflex verweisen. Hier sehen wir jetzt, wie das Ganze dann von innen aussieht. Die Siebdruckplatten mit der glatten Seite nach unten. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Helmut und bei Jörg, den beiden Schrempern aus Drochtersen, dass sie uns das ganze Material hier zur Verfügung gestellt haben, dass wir hier weiter für euch berichten können. Hier sehen wir vom Alkoven die beiden Formteile schon, alles eingeklebt und schon mit Schraubzwingen und Brettern. Ja, alles gut verklebt, sage ich mal. Und naja. Ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen und sagen, schaltet wieder ein, wenn es da heißt, wir gehen ins Detail. Und wir hoffen, wir kriegen von euch einige Bewertungen oder Bewerbungen. So, Bewertungen und Bewerbungen, natürlich einen Daumen hoch zu einem, ne? Da freuen wir uns auch immer drüber. Und wir sagen bis denne Osterhenne und tschüssi und hoffen auf einige Bewerber. Ne? Bis bald und vielleicht sieht man sich dann persönlich. Tschüss.